Willkommen zurück zum Let's Play Part Nummer 20. Ja. Und wir fangen auch direkt an. Ich habe beim letzten Mal gedacht, ach komm, ich habe hier noch ein bisschen von diesem HV-Kabel und ich könnte das schön hier dafür benutzen, um meine Solarpaneele anzuschließen. Aber glücklicherweise habt ihr mir gesagt, nee, mach das lieber nicht, da kommt nämlich gar nichts mehr an. Ich hätte ziemlich doof geguckt. Ja, deswegen tausche ich das alles jetzt gegen diese Zinnkabel aus. Die hatte ich ja zum Glück noch. Und dann... Ja, wunderbar. Jetzt sollte es doch funktionieren. Komme ich hier wieder hoch? Nee. Also, jetzt. Alles klar. Gut. Das heißt, ich baue mir jetzt 1, 2, 3, 4 und einer oben drauf. 5 Solarpaneele. Für diese Solarpaneele brauche ich Kohlenstaub. Das brauche ich nicht mehr. Den Kohlenstaub, den habe ich schon mal vorbereitet. Dieser erwartet mich nämlich hier. Kohlenstaub machen wir aus Kohle und Kohle im Macerator wird zu Kohlenstaub. Eine Kohle gleich ein Kohlenstaub. Den brauchen wir. Gummi brauchen wir natürlich auch. Und Kupfer können wir eigentlich auch gebrauchen. Ja. Aber jetzt, ganz wichtig, wir brauchen viel mehr Gummi. Wir machen jetzt Folgendes. Diese drei Bäume, die ich hier stehen habe, werde ich jetzt alle fällen. Und dann hoffe ich, hier einige Setzlinge rauszukriegen. So. Also zumindest einer. Das wäre, wo wenn jetzt hier nichts rauskäme, das wäre arg bitter. Aber auch sehr unwahrscheinlich. So. Ade, liebes Holz. Gut. Ihr dürft jetzt ganz, ganz viele Setzlinge fallen lassen. Okay, da ist schon mal einer hier oben drin. Gut. Alles klar. Gut, ich komme hier gleich wieder hin. Ah, den nehmen wir auch noch mit. Zuerst stecke ich nämlich den Rubber wieder in meinen Extractor. Und du machst, genau, du bist jetzt fast fertig, das ist gut. Komm, mach hin, aber haben wir jetzt keinen Strom mehr. Ah, nicht mehr wirklich viel. Kohle in die Bedbox funktioniert natürlich nicht. So, da. So, wie weit bist du denn? Du bist fertig, okay. Dann darfst du hier gerade noch ein bisschen arbeiten und du hast auch nichts zu tun. Gut. Wir stellen uns Solar her. Aber diese Ecke, die nervt mich ja, ne? Da falle ich hier ständig runter. Müssen wir ändern. Gut. Für meine Solarpaneele brauche ich... Ja, eine ganze Menge Zeug. Also, warte mal, den Kohlenstaub haben wir doch hier. Jo, dann brauchen wir noch Glas. 15 Stück. Das sortieren wir auch hier schon mal hin. Gut, und jetzt brauchen wir Generatoren. Generatoren kommen hier hin und links und rechts kommen Schaltkreise. Dafür brauchen wir kein Kies, nein, wir brauchen Pflastersteine, denn wir brauchen Öfen. Du, okay, du machst Kupferkabel, das ist gut, das brauchen wir auch viel. So, 18 Stück. Das brauchen wir nämlich auch, warte mal, haben wir noch Zinn? Hier haben wir Zinn. Hier kommt Redstone hin und das kommt da hin und schon haben wir eine Batterie. Wir brauchen aber 5 Batterien. Das war eine zu viel. Wir brauchen nämlich Batterien für die Generatoren. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir das. Dann brauchen wir, ach ja, die Öfen.
Da brauchen wir auch 5 Stück. Die kommen dahin. Und jetzt brauchen wir Refined Iron. Wir brauchen nämlich Iron Blöcke. Auch 5. Natürlich, wie sollte es anders sein? Und dann haben wir das schon mal fertig. Dann kommt das dahin und das dahin. Und wir haben 5 Generatoren. Gut, diese Generatoren laden wir da schon mal ab. So, und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind 10 Schaltkreise. Und die Schaltkreise machen wir hier drin. Dafür brauchen wir nämlich so, so, so. Und, wo haben wir's? Da, Refined Iron. So. 10 Stück brauchen wir. Puh, puh, puh. Wir brauchen noch einen Redstone. Falsche Truhe. Da. Nee. Ach, Mist, hat nicht gereicht. Refined Iron. So, das machst du gerade mal und dann bitte nochmal einen Redstone. Nochmal einen, wieder nur. So. Nein, da. Gut, und jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch eine ganze Menge Kupferkabel. Ach, hier haben wir ja wieder welche. Oh, warte mal, jetzt habe ich doch ganz vergessen, hier draußen meine Sachen einzusammeln. Oh, das wäre bitter geworden, wenn ich das verloren hätte. Aber guck mal, was hier jetzt an, was hier liegt. Oh, das ist doch super, 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 super. Jetzt haben wir ganze 12 davon. So, 1, 2, 3, 4. Ja, das passt. 4, 5, 6. Gut. Und weiter. Kommt das hin? Dahin. Und das kommt hierhin. Ja, das wird eine größere Ansammlung von Gummibäumen, aber das brauchen wir auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Du musst bitte weichen. Du stehst mir im Weg. Oho, neuer Erfolg. Jedes Mal kriege ich hier neue Erfolge, wenn ich das Spiel starte. Das ist Motivation. Jedes Mal das Gefühl, was Neues erreicht zu haben. Gut, wollen wir euch mal wachsen lassen. No? So. 1, 2, 3. So, und jetzt mal gucken, was ihr mir denn so bieten könnt. Da noch. Das ist doch schon eine Menge. Aber klar, sind ja auch jetzt einige Bäume. So, 14. Habe ich irgendwas übersehen? Ich denke nicht. Aber es ist schon wieder Nacht. Klar, wie sollte es anders sein? Legen wir uns aber erstmal eine Runde hin. Guten Morgen. So, was macht denn die Gunst? So, das nehmen wir stattdessen mit. Hier haben wir nichts, da haben wir nichts. Was sagt die Badbox? Da ist auch fast nichts mehr drin. Warum will ich eigentlich mal in die Badbox das reinpacken? Ist ja Quatsch. Naja, gut, egal. So, du darfst jetzt arbeiten. In der Zwischenzeit benutze ich dein Gummi, um mir Kabel herzustellen. So.
Ja. 18 Kabel. So, da haben wir schon mal 5 Schaltkreise. Das reicht mir aber noch immer nicht. Zinn. Da haben wir Zinn. Ja, haben wir das. Wir haben irgendwie zu wenig Arbeitsfläche. So, warte mal. Nehmen wir noch 4 Stück davon mit. Setzen wir uns mal eine Werkbank hin. Und dann machen wir dann noch eine automatische Werkbank. Dann kommst du weg und du kommst dahin. Gut. Jetzt habe ich aber vergessen, was ich machen wollte. Nee, ich komme nicht drauf. Ach ja, doch, Zinnkabel. So, diese Zinnkabel haben ja nur einen super, super, super geringen Verlust. So, und ich möchte ja, also bei 40 Kabeln 0,25 nur oder so, also das ist echt super wenig. Und ich möchte ja ein Stück weiter da draußen. Also da hinten will ich ja den Miner hinsetzen und dafür brauchen wir auch Strom. Das heißt, die Solarblume, die werde ich auch hier irgendwo, ja, in die Mitte davon bauen. Ist jetzt nicht so schön, wie das hier so durch die Gegend klafft, aber das macht ja nichts. Also hier kommt das hin. Das heißt, ja, irgendwo hier werden wir dann unsere Solarblume aufbauen. Gut. Eins, zwei. Nein, komm so. So, laufen wir wieder zurück. Leggen uns zurück. Warum leckt das jetzt? Das weiß keiner. Gut. Macht nichts. Laufen wir hier rein. Also, was macht denn mein Gummi? Warum leckst du? Warum machst du das mit mir? Unfassbar. Keine Sorge, ist gleich vorbei. So. 33 mal Rubber. Komm, können wir noch so lange stehen bleiben, bis das fertig ist. Haben wir eigentlich hier noch ein bisschen Zinn? Zinn drin? Gucken wir. Kupfer. Zinn. Ja, haben wir. Von dem Zinn haben wir nämlich nichts mehr. Also nicht mehr viel. So, gib mir, gib mir, gib mir. Okay. So, also du verarbeitest jetzt. Das ist gut. In der Zwischenzeit mache ich mich wieder auf den Rückweg. Schon erwähnt, dass mich diese Ecke da total nervt, dass ich das noch ändere. So, wo haben wir denn? Da haben wir Gummi. So. Weitere 12 Kabel. Aber reicht noch immer nicht. Denn wir brauchen Kupfer. Haben wir noch Kupfer? Haben wir. Dann setzen wir das mal hin.
So, weitere 30 Kabel. Wunderbar, braucht man nur noch ein Refined Iron. Das haben wir doch hier. Refined Iron. So, und dadurch haben wir jetzt 10 von denen. Die setzen wir jetzt hier rein. Und schon haben wir 5-mal Solarpaneele. Wunderbar. Jetzt mal gucken, ob das denn auch so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Die setzen wir dann, naja, hier drüben so. Schön in die Mitte. So, 1, 2. Und mal gucken. 3, 4, 5. So, passt das? Das passt, ne? Produziert ihr auch alle fleißig Strom? Ja, das tut ihr. So. Auf wundersame Art und Weise hat das Laggen nachgelassen. Kaum haben wir Strom, läuft auch das Spiel flüssiger. So, ja, guck mal hier, es lädt auf. Es geht aufwärts, Freunde. Zinnstaub, okay. Ja, darf es nur nicht Nacht werden, ne? Dann... Ja, aber das ist doch klasse. So habe ich mir das nämlich gedacht. So soll das sein. So, den Zinnstaub können wir schon mal weiterverarbeiten. Da oben drin. So. Gut. Dann haben wir das. Da können wir vielleicht sogar nochmal das ein oder andere Solarpanel hier hin machen. Und wie gesagt, von hier geht es ja dann gleich weiter, um da hinten den Miner zu befeuern. Ja, wie gesagt, sieht alles nicht so schön aus, aber ist egal, es hilft. Klar hätten wir jetzt auch irgendwie unter der Erde noch verbuddeln können, das Ganze. Aber nö. So, warte mal, Refined Iron. Ja, wir machen uns noch ein paar mehr Solarpaneele. Ja, ja. Haben wir natürlich wieder nur kein Refined Iron. Machen wir uns da eben welchen. Und nochmal 5 Stück, sollte das reichen? Ich denke ja. Okay, gut. Ach ja, dann brauchen wir da ja auch noch wieder Kohle für Kohlenstaub und Glas. Ach je. Ach, ich denke, die mache ich dann immer so nebenbei. Jetzt noch eine Folge, nur die Dinger herstellen, das wäre ein bisschen langweilig, das machen wir nicht. Ja, ja. Das passt schon. Warte mal, wir haben doch... Ach, komm, machen wir uns hier noch mal eine. So, Werkbank. Und du darfst dorthin. Machen wir uns hier Batterien. Brauchen wir noch Zinn? Haben wir Zinn? Haben wir nicht mehr. Wir haben nichts mehr. Zinnbarren, doch hier haben wir noch. Jetzt brauchen wir auch noch ein Kabel. Dann klauen wir uns einfach mal hier eins. Jo, macht er. Alles klar. Trotz, dass das unterschiedliche Zinnbarren sind, macht er das. Wir brauchen 5. Okay. Jod. Haben wir das. Das brauchen wir nicht. Oh, es wird langsam dunkel. Legen wir uns mal hin. Wunderbar.
Und morgens ist es. Lass mich raus, bitte. So, ihr dürft jetzt auch wachsen. Wollen wir mal gucken, ob hier denn auch schon wieder was ist. Nö. Nö. Sieht erstmal nicht so aus. Na gut, das dauert wohl noch. Aber, obwohl, warte mal, haben wir denn noch genug Gummi? Ich weiß das gar nicht. Kann man ja nie genug haben. Wir gucken. Mal gucken, kann ich nicht das auch mit dem Strom verbinden? Schon mal schauen. Wäre schön, wenn der Query auch arbeiten könnte. So, das ist ja traumhaft. Zinn. Ja. Dann, ach so, warte. Hier muss ja noch das Gummi rein. Ich brauche auch noch Öfen. Zinn, zinn, zinn. So, machen wir das erstmal so. Komm, wir klauen uns einfach hier mal die Kabel, die wir da haben. Ja. So. RE-Batterie? Wieso? Wieso? Ja gut, egal. Frage ich jetzt nicht nach, ist halt irgendwie so. Das ist klar. Komm, wir machen uns gerade nochmal ein paar Öfen. No. 4 und 5. Dann kommt das dort rein. Wo haben wir denn Refined Iron? Ah ja, das haben wir ja gar nicht mehr. Wir brauchen, also nicht mehr wirklich viel haben wir davon. 10. Wir brauchen Blöcke, Maschinenblöcke. Haben wir hier noch was? Nein, haben wir nicht. Naja, dann müssen wir uns das dann gleich noch suchen. Ich hatte doch hier noch Eisen drin in der Kiste. Hier. Ja, 47. Ja, guck mal. Dann packen wir das einfach in den Macerator und machen dann 2x 47 daraus. So. Hier haben wir noch ein bisschen Zinn. Weiter geht's. Gut, ich denke, das war's aber jetzt erst einmal für diese Folge. Wir haben uns erneuerbare Energie hergestellt. Es funktioniert auch. Hier kommt ordentlich Wasser an Input rein. Output ist auch genug da. Das heißt, die ganzen Maschinen funktionieren. Das nehmen wir auch nochmal mit. Gut. Ja. Wenn wir dann irgendwann genug Strom haben, wie gesagt, dann wird auch mein Query wieder angeschmissen, dass wir dann neue Materialien finden. Meine Gummibaumfarm ist auch gewachsen. Ja, dann haben wir auch wieder eine ganze Menge geschafft heute. Allerdings braucht es hier natürlich ewig, bis hier mal neues Gummi aus dem Baum läuft. Und ihr zwei dürft auch ruhig noch wachsen. So, dann mal ab nach Hause. Und gucken. Machen wir noch schnell was? Machen wir noch was? Ja. Machen wir noch ein paar Kabel. Gut. Ach ja, Kohlenstaub brauche ich auch noch. Wir müssen. Also in der nächsten Folge suchen wir uns noch ein bisschen Kohle. Wir machen Kohlenstaub. Und dann machen wir uns die Solarpaneele fertig. Ja, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.